So, wir haben es jetzt 21:30 Uhr. Ich habe Gemüsepuffer gemacht, einmal im Backofen und einmal gebraten, weil der Panier jetzt immer manchmal sagt, ist so fettig, ich will das nicht. Also habe ich welche auch im Backofen gemacht für den Kandidaten, aber der pennt. Und wisst ihr das? Ich zeige euch das mal, wie gerne ich dem einfach so eine schöne Nackenschelle geben würde beim Schlafen. Der schläft wie ein Baby, aber es ist so echt verlockend, manchmal so schön in den Nacken rein. Ich zeige euch das mal. So, ich habe es euch gezeigt. Ah, hier. Unser Großer ist absoluter Hansa. Wenn der kein Hansa-Spieler wird, dann weiß ich nicht was. Dann wird er. Wie heißen die? Das Hooligans? Nee, wie heißen denn die? Wie heißen denn diese krassen Haare? Ultras. Er wird auf jeden Fall ein Ultra. Also habt ihr gesehen, schon sehr verlockend sein Nacken. Aber ist wie es ist. Und wenn der Tag kommt, werde ich dann mal schön. Und da wollte ich auch mal kurz ausruhen, ist ja richtig. Hol dich mal aus. Hast du ein bisschen trainiert heute? Hast du die gegönnt? Manchmal fehlen mir echt die Worte. Warum der kaputt ist, weiß ich auch nicht. Also, bis dahin. So, Salam Aleikum. Haben wir wieder mal so ein Intro, ey, oder ist das ein Intro? Weiß ich nicht, oder so zwischendurch, keine Ahnung. Also, ich habe heute mein erstes Mal Sparring. Ja, und ich habe einen Kaffee getrunken. Man muss auch mal zu seinen Fehlern stehen. Ja, mal gucken, wie es jetzt abläuft. Bin gespannt. Oh, stinkt das hier. Oh, stinkt das hier. Puh, hier stinkt das Training. Ja, nochmal, Milo, wie? Sag mal, ja, was machst du mit dem, wenn er dich angreift? Ja. Oh, Kopfnüsse, weiß ich nicht. Okay, ich glaube, der kann nicht mehr. Aber oh, der lebt doch, Milo, der lebt noch. Der hat gesagt, du kannst gar nichts, Milo. Der hat gesagt, es kitzelt, was du machst. Kuckuck, kleine Schlampe, schau mal, wer da ist. Oh, wie eine Rakete, das ist so schnell, bist du, Schatz. Kann ich kaum aufnehmen. Weiß ich nicht, Schatz. Du sollst sprinten, die langen. Hat er, glaube ich, den ganzen Verstand hier. Wir haben ein Tempo drauf. Ich wollte gerade sagen, Schatzi, nicht so schnell. Hilfe, Hilfe, nicht so schnell. Wer hat den Kevin? Oh, joi, hüpfen, hüpfen. Hey, sprich dich, Schatzi. Hilfe, seht ihn euch an. Der braucht Hilfe. Der kann nicht mehr. Wo ist er denn da? Der braucht ein Zelt. Oh, Schatz, guck, wo du dich verstecken kannst. Der kann nicht mehr. Warum muss ich immer denn dein wieder Sportsshirt an? Weil da sehe ich am besten, wie viel ich schon abgenommen habe. Und es ist nicht mehr so straff. Sag mal von der Seite. Kannst du auch ausatmen? Okay, sorry. Deswegen. Alles klärchen? Ja, ich dachte, ich mal boxen. Jetzt mache ich komplett was ganz anderes. Das muss ich nochmal neu binden, habe ich gerade abgebunden. Ich habe ein bisschen abgepackt. Ist denn da eine Schiene im Mund? Sag mal ja. Oh, sieht gefährlich aus. Ja. Okay.
sitzt jemand auf der Ersatzbank. So, Luftzeit da, ist ja geisteskrank. Das waren jetzt einmal 5 Minuten. Fast zusammengebrochen, war schon schwindelig. Es ist so anstrengend, das Bewegen, das Hin- und Herbewegen, Wegrennen, Angreifen. Dann kriegt er dich runter, dann musst du dich verteidigen. Das ist geisteskrank. Papa, wie war's? Mein ganzes Gesicht tut weh, mein Bauch tut weh, Rippen tun weh. Ich habe keine Luft bekommen. Ich wurde verprügelt, aber es hat doch Spaß gemacht. Fandest du gut, Schatz? Ja, können wir zu Hause weitermachen? Weiß ich nicht.